Kreativ ist ja jeder auf eine Art, aber jetzt gerade für Künstler wie mich ist es halt immer schwieriger, von der Kunst zu leben, weil es immer, ich habe das Gefühl, staatlich, also natürlich auch durch die Digitalisierung ist es immer schwieriger, von der Musik für mich zu leben. Also Popmusik ist wirklich das, oder auf dem untersten Niveau, weil es so wenig staatliche Förderung gibt oder überhaupt Stiftungen, die sowas wie eine Plattenproduktion oder eine Tour überhaupt finanzieren können. Und deswegen, also ich denke da schon lange drüber nach. Es ist kein neues Thema für mich, aber vielleicht ist es deswegen gerade ein bisschen mehr in der Diskussion als vor 10 Jahren, sagen wir mal. Das Lied, was ich als erstes gespielt habe, Copy Me, I Want to Travel, habe ich 2003 geschrieben, wo das für mich zum ersten Mal anfing, da überhaupt drüber nachzudenken. Was bedeutet das? Sich von dem ursprünglichen Urheberrecht auch zu lösen, von diesem Gefängnis, was da ja auch drin steckt. Also eigentlich das Heilsversprechen, Digitalisierung, habe ich damals sehr ernst genommen und das natürlich auch auf andere Bereiche übertragen. Also was heißt das auch, das geistige Eigentum überhaupt, ist das nicht auch Diebstahl oder also ist nicht eher geistiges Eigentum, sollte das nicht eher ein kollektives sein und frei zur Verfügung stehen, also muss das nicht alles komplett umgedacht werden, habe ich damals gedacht, sehr frei vertreten, auch mit diesem Lied. Und heutzutage denke ich natürlich aber auch, es muss irgendwelche Schranken geben, weil zum Beispiel Leute wie, also diese Firmen wie YouTube daran Geld verdienen und ich als Künstler letztlich nichts davon habe. Aber es sind natürlich immer diejenigen, die sich am meisten beschweren, die auch am meisten zu verlieren haben. Also ich habe als Musikerin gar nicht so viel zu verlieren. Ich konnte nie wirklich gut von meiner Musik leben. Und für mich ist es eher ein Lebenskonzept, mich anderen Kunstrichtungen und anderen Dingen zu widmen, die mich genauso interessieren, also wie Politik und Theater und bildende Kunst und sonst was. Auf der anderen Seite werde ich zu dieser Flexibilisierung gezwungen und das Einzige, was mir dabei jetzt helfen könnte als Konzept, wäre sowas wie ein Grundeinkommen und nicht die Verschärfung des Urheberrechts. Das ist für mich jetzt keine Lösung. Trotzdem muss man Firmen wie Google und YouTube natürlich einen Riegel vorschieben und gucken, dass da auch umverteilt wird, das ist schon klar.